Und herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Victoria Gorbani und heute geht es um die Statusabfrage. Dieses und was machst du so? Kennst du bestimmt. Hast du schon mal auf Partys gehört oder wenn du Freunde oder Bekannte, die du schon seit längerem nicht gesehen hast, wieder auf der Straße siehst und dann kommt immer die Frage und was machst du so? Kennst du richtig? Und diese Frage ist die Frage nach deinem Status. Um in dieser Statushierarchie dich einordnen zu können. Und je nachdem, was du antwortest, wenn du sagst Lehrer, wenn du sagst Beamter, dann weiß die Person, okay, in welcher Rangliste, also wo du jetzt in dieser Statushierarchie stehst. Und wenn du dann andere Antworten gibst, dann das Gleiche. Also je nachdem, was du antwortest und auch je nachdem, was dein Gesprächspartner natürlich antwortet, machst du es auch mehr oder weniger. Also je nachdem, wie stark du in diesem Statusdenken verhaftet bist. Also wenn es dir wichtig ist, was andere über dich denken, wenn du öfter dann denkst, na, das kann ich nicht machen, weil, was sagen die Nachbarn, was sagen die Freunde, was sagen die Kollegen, dann bist du höchstwahrscheinlich jemand, der schon ein bisschen in diesem Statusdenken drin ist. Oder wenn du dann immer wieder denkst, zu einem guten Ruf gehört das ja nicht, das und das zu tun. Also dann kannst du davon ausgehen, dass du in diesem Statusdenken drin bist, weil es für dich wichtig ist, was andere über dich denken, was andere auch dann über dich dann natürlich auch erzählen, sagen und verbreiten. Und demnach kann es gut sein, dass du für dich, dass es für dich auch wichtig ist, gerade aufgrund des Statuses dann auch Lehrer und Beamter zu bleiben, weil du denkst, wenn du jetzt kein Lehrer mehr bist, wenn du jetzt kein Beamter mehr bist, was bist du dann und wer bist du dann? Und diese Frage stellte mir auch mein Versicherungsberater, als ich gekündigt habe. Er rief mich damals an und hat mich dann gefragt, was sind Sie denn jetzt überhaupt, Frau Gorbani? Also keine Lehrerin, keine Beamtin, nicht Arbeitssuchende, nicht Hartz IV. Was sind Sie denn jetzt? Und habe ich damals gesagt, naja, ein Mensch und Privatier. Und ja, beides gab es nicht auf seinem Formular, konnte da nichts ankreuzen. Und das war sehr interessant, diese Unterhaltung. Und da habe ich dann selber auch nochmal angefangen, darüber nachzudenken, wie faszinierend das ist, dass wir als Menschen immer jetzt, um für die gesamten Formulare und für die Bürokratie und für die Verwaltung einen Status haben, sodass sie das immer ankreuzen können, was du jetzt bist. Also du wirst auch, wenn du kündigst, irgendwann mal von deinem Berater angerufen werden und gefragt werden, ja, was sind sie denn jetzt? Wo soll ich mein Kreuz hinmachen? Und dieses Statusdenken und diese Statushierarchie führt auch dazu, dass du nicht wirklich herausfinden kannst, was du gerne nach deiner Kündigung machen willst. Also die Alternative nicht herausfindest. Denn die gesamten Sachen, die ich mit dir besprochen habe, die kannst du dir auch hier nochmal bei den Videos anschauen. Da ist es immer wichtig, dass du natürlich echt bist, dass du immer weißt, was du selber möchtest. Und wenn du in diesem Statusdenken bist, ist es natürlich immer eine Scheinwelt. Es ist immer eine Welt, die nach außen präsent ist und die sich nach außen zeigt, aber nicht unbedingt im Inneren in dir selbst ist. Also du ja vieles machst, was du vielleicht selber gar nicht so toll findest, du machst es jedoch für die Außenwelt. Und deshalb ist es total wichtig, dass du immer mehr jetzt diesen Gedanken oder diesen Statusgedanken einfach mal loslässt und auch rauskommst aus diesem Statuswettlauf. Denn das ist dann auch so eine Statuskonkurrenz, die entsteht und die dann dazu führt, dass du immer denkst, ja, du brauchst ja immer mehr, mehr, mehr. Und das kann auf vielen Ebenen passieren. Das kann einmal berufsmäßig sein, dass du dann sagst, ja, du brauchst jetzt eine 14-Stelle, du brauchst jetzt nochmal eine Funktionsstelle, du musst jetzt beliebter sein bei den Schülern als die anderen Kollegen in der Klasse oder du musst jetzt beliebter sein bei dem Schulleiter, also immer irgendetwas, was mehr ist, das ist das eine und dann kann es natürlich auch sein im Bereich des Habens, dass es immer mehr sein soll, also ein größeres Haus, mehr Autos, mehr Fernreisen, also immer mehr, mehr, mehr. Und dieses mehr, mehr, mehr ist etwas, was dazu führt, dass du natürlich aus diesem Teufelskreis nicht rauskommst, weil du immer im Vergleich zu den anderen bist. Und immer wenn du im Vergleich zu anderen bist, gibt es immer jemanden, der irgendwas hat, was schöner ist, was größer ist, was toller ist, was einfach besser ist. Und dann neigst du natürlich dazu, immer mehr zu machen und kommst da einfach nicht raus. Es gibt nie dieses, es ist genug. Es ist genug. Es ist okay, es ist super, es ist genug. Und das ist etwas, was ich dir wirklich wärmstens empfehle, mal für dich zu
darüber einfach mal nachzudenken, ob du gerade in diesem Statusdenken bist. Weil ich erlebe das immer wieder in den Gesprächen mit Kunden, dass sie aufgrund dieses Statusdenken nicht wirklich herausfinden können, was sie machen wollen und zudem auch die Kündigung für sie dann total erschwert ist, weil sie gar nicht, sie selbst auf jeden Fall kündigen wollen, aber sich nicht trauen, es zu tun, was könnten die anderen denken und was sage ich dann auf der nächsten Party oder was sage ich, wenn ich dann meine Verwandten sehe, also wir gehen ja jetzt Richtung Weihnachten, was ist, wenn ich dann meine Verwandten sehe, was soll ich denn da sagen, wer bin ich dann, was bin ich dann? Also überleg dir mal ganz genau, inwieweit du in diesem Statusdenken drin bist und dass du da wirklich für dich mal Schritt für Schritt mal rausgehst aus diesem Statusdenken und immer mehr in dem Sein kommst. Denn das Problem bei dem Statusdenken ist einmal, was ich vorhin meinte mit diesem Status Konkurrenz, also immer dieser Vergleich, wo du nie genug hast, wo du immer rennen und rennen und rennen musst. Und das zweite Problem ist, dass so ein Statusdenken auch immer dazu führt, dass du im Außen bist. Also es geht um was du im Außen zeigst und es geht nicht um dein Sein. Es geht nicht darum, wer du bist, wer du sein möchtest, wer du als Mensch bist, sondern es geht darum, was zeigst du nach außen. Es ist viel mehr Schein als Sein. Und wenn du herausfinden möchtest für dich, was du gerne nach deiner Kündigung machen möchtest, geht es natürlich um Sein. Es geht darum, wer du bist, wer du gerne sein möchtest, was du kannst, was du dazu lernen möchtest. Also mehr, viel mehr um dein Sein, um das, was dich ausmacht und viel weniger um das, was nach außen scheint, was nach außen geht. Also nimm das mal für dich mit, den Gedanken einmal über diesen ganzen Statusdenken und Statuskonkurrenz, Statushierarchie und überleg mal für dich, ob du dazu neigst, in diesem Statusdenken zu sein und ob es dir auch schwer fällt auf die Frage, wer bist du, wenn du kein Lehrer bist und kein Beamter bist? Wer bist du dann und was bist du dann? Was macht dich aus? Und was bist du für ein Mensch und was willst du für ein Mensch sein? Wenn du auf diese Fragen, wenn es dir schwerfällt, auf diese Fragen zu antworten, dann solltest du das auf jeden Fall tun. Nimm dir die Zeit und beantworte diese Fragen, um für dich auch viel mehr Klarheit zu haben und mehr Echtheit zu haben, um dann viel mehr aus dir selbst, aus deinem Sein heraus dann feststellen zu können, was du gerne machen möchtest. Und zudem fällt es dir natürlich weitaus einfacher und leichter dann auch zu kündigen. Wenn dir der Lehrerberuf nicht gefällt, dann gehst du eher raus und bleibst nicht, weil du denkst, oh nee, das ist ja ein Statusverlust, ich muss ja Lehrer oder Beamter sein und das wäre ja ganz schlimm, wenn du das nicht wärst. Und wenn du das gerne machen möchtest, kündigen, dann weißt du ja hier, schau dir auf jeden Fall diese Videos an bezüglich der rechtlichen und alle wichtigen Themen, die dazu gehören, damit du weißt, wie du auch die Kündigung dann vollziehen solltest, damit auch alles dann auch gut und richtig und wirklich auch einwandfrei abläuft. Also, ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao.